beschreibst die Dreharbeiten als sehr abenteuerlich in deinem Buch. Und vielleicht willst du uns da mal eine Szene vortragen, damit du noch ein bisschen Gefühl für das Buch bekommst. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Soll ich was lesen? Ja, ja, auf der ja. Buchmesse. Ja. Und pass auf, ihr Lieben. Ich habe mal eine kleine Lektüre. Das war wirklich toll, mein erster großer Dreh. So. An einem meiner letzten Drehtage heißt es bei unserer Ankunft in Stalingrad-Pritzen, nach Überquerung der Wolga sollen wir aus den Booten ins Wasser springen und in Richtung Ufer stürmen. Und zwar genau in dem Augenblick, wenn ein Angriff deutscher Sturmkampfbomber auf die Truppe niedergeht. Die aufwendige Massenszene wird immer und immer wieder wiederholt. Hier soll auch meine letzte Stunde als Comrade in Train schlagen. Noch bevor wir alle den Kahn verlassen können, sinke ich tödlich getroffen in die mittlerweile ins Boot gelaufene, blutig gefärbte Brühe der Tagebau-Wolga. Um mich herum höre ich Schüsse, Schreie. Die anderen Soldaten versuchen panisch, den sinkenden Kahn zu verlassen. Ich nehme auf mich, den Toten wenig Rücksicht. Etwa 150 Komparsen springen dicht neben mir, aber auch gern direkt auf mich, um dann so schnell wie möglich ins Wasser und vor allem lebend das Ufer zu erreichen. Das gefällt dem Regisseur so gut, dass er plötzlich "And now, all on land!" und jetzt alle Kameras auf land ruft. Ich habe noch etwa 2 Sekunden Zeit, mich zu freuen. Toll, alle Kameras auf mich, yeah! Dann schießt ein stechender Schmerz durch mein Knie. Ich weiß nicht mehr, wie viele meiner Kollegen mit vollem Körpergewicht mein rechtes Knie treffen. Ich habe furchtbare Schmerzen, muss aber die Szene natürlich trotzdem durchhalten. Und das bitte nicht mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich bin ja schließlich tot. Als der Regisseur endlich das ersehnte Cut ausruft und ich versuche, im Wolga-Blutbad aufzustehen, spüre ich sofort, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Es gelingt mir jedenfalls nicht, auf die Beine zu kommen. Mein rechtes Knie hat seinen Umfang gefühlt verdreifacht und ich habe derart höllische Schmerzen, dass mir der Abwehrmechanismus meines Körpers erst einmal eine gnädige Ohnmacht spendiert. Irgendwie werde ich aus den Fluten gezogen und finde mich in einem Rettungswagen wieder. Mit Blaulicht und Sirene geht es glücklicherweise nicht ins Stalingrader Kriegslazarett, sondern direkt ins Cottbuser Krankenhaus. Der dortige Röntgenbefund bescheinigt mir einen Kreuzbandfaserriss als Quittung für mein Bad in der Menge. Ich bekomme einen eindrucksvollen Gips, der bis über meinen rechten Oberschenkel reicht und in der vorsommerlichen Hitze wunderbar juckt und kribbelt. Mit Gehhilfen kehre ich in mein Hotelzimmer zurück, wo mich eine Flasche Champagner, Blumen und ein überschwänglicher Brief meines Regisseurs erwartete. Mit etwas mehr Berufserfahrung hätte ich beides erst einmal gelassen beiseite geschoben und einen Anwalt die versicherungstechnische Seite meines kleinen Malheurs nebst Schmerzensgelderwartungen prüfen lassen. Insbesondere im Hinblick auf spätere oder bleibende Folgeschäden. Aber damals beherrschte mich einfach das kindliche Gefühl, dass ja alles noch einmal gut gegangen sei. Für langes Nachdenken war auch keine Zeit, denn eine Szene, die durch meinen Unfall nicht gedreht werden konnte, war für den Morgen nach dem eigentlichen letzten Drehtag disponiert. Und ich war voller Adrenalin, meine Mission untadelig zu Ende zu bringen. Weil für den gedachten letzten Drehtag ein Abschiedsfest geplant war, das ich nicht verschieben ließ, nahm ich auch das noch mit. Auf Krücken gelangte ich zu der Party, wo ich mit Rachel Weisz im Film die junge Soldatin Tanja auf der Geige spielte. Dann hatte ich sogar noch den Ehrgeiz, Jude Law beim Tanzen zu übertreffen. Meine Krücken haben mich dabei nur kurz irritiert. Auf ihnen humpelte ich, gestützt von Jude, am nächsten Morgen an den Drehort, um die versäumte Szene nachzudrehen. Die Züge und Waggons waren alle noch einmal auf das Bahngelände in der Nähe von Gräbendorf gebracht worden. Und ein letztes Mal erfüllte ich meine Aufgabe. Dafür hatte Arno extra eine Rampe bauen lassen, damit ich auf den im Bildausschnitt nicht sichtbaren Gehhilfen aus dem Waggon kommen konnte, um den Wahnsinn und die Katastrophe von Stalingrad auf meinem glücklicherweise unversehrten Gesicht wieder leuchten zu lassen. Ja, sogar mit
7, da habe ich dann schon den Bogen in die Hand bekommen und durfte schon Töne erklingen lassen, weil ich habe mit 5 angefangen und das war, also ich muss dazu sagen, mit 4 habe ich Klavier angefangen, weil mein Bruder so ein toller Pianist war. Der hat immer gespielt und ich habe den immer angehimmelt und saß manchmal so unter dem Klavier und habe gesagt, oh, ist der toll. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das Klavier nichts für mich ist. Und habe mich aber immer gequält und gesagt, ich will so sein wie mein Bruder. Und das hat mein Papa mitgekriegt und er hat dann irgendwann sich neben mich gesetzt, als ich am Klavier übte und hat seine Geige geholt und hat gesagt, du, hör mal. Dann hat er seine Geige genommen und hat gespielt. Und dann ist es mir durch meinen ganzen Körper gefahren. Und dann hatte ich, glaube ich, eine biochemische Reaktion. Ich habe mich verliebt in den Klang der Geige. Die hat meine ganzen Zellen angesprungen. Und dann war es um mich geschehen und dann sind jetzt geige ich seit meinem 5. Lebensjahr. Und sie ist ein ständiger Begleiter. Die ist immer dabei, auch wenn sie manchmal sauer ist, weil ich sie nicht immer auspacke. Aber morgens und abends gibt es auf jeden Fall eine Streicheleinheit. Und das ist für mich ein Ventil und ein Seelenheil. Das war schon ganz schön geil. Der erste Drehtag,
riesengroße Stunt-Geschichte und ich wusste, dass wir uns begegnen werden. Ich habe seinen Assistenten gespielt und kam ans Set und saß dann auf meinem Stühlchen und dann sah ich so eine Entourage reinkommen. In der Mitte war Kevin und dann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt da irgendwie hingehen, glaube ich, weil der wird nicht zu mir kommen und sagen, hey, I'm Kevin. Bin ich hingegangen, dann nachdem sich der Trubel ein bisschen gelegt hat, habe gesagt, hey Kevin, I'm Blaine the Constantine. Und er sagt, ja, yeah, I'm Kevin Costner. Like, well, sure you are. Und das war der Beginn einer wunderbaren Drehzeit und wir sind immer noch in Kontakt und wir haben dann halt unserem, also beim Film, das wisst ihr bestimmt alle, wartet man mehr, als dass man dreht. Und bei meinem ersten großen Film hat mir Ed Harris einen Satz nicht gegeben. Ich war so ein junger, wilder, ungeduldig und so, hat er gesagt, hey, they pay us for waiting. The performance is for free. Und dann habe ich mich richtig locker gemacht, ne? Und so haben wir das auch mit Kevin am Start gehabt. Der hat dann irgendwann mitgekriegt, dass ich meine Geige immer dabei habe. Er hat seine Gitarre immer dabei, der hatte diese Modern West Band. Und spielt dann immer und dann hat er seine Assistentin geschickt und hat gesagt, Len, würdest du mal vielleicht? Und mich mit meiner Geige rüber und dann ging, ging, ging. Und dann, hey, let's play some tunes. Und dann haben wir mehr oder weniger wirklich fast jede Pause zusammen gejammt. Und da habe ich gemerkt, was es für ein feiner, sensibler Mensch ist, der so viel Erfolg hat und so viel auch Geld verdient hat und mit seinem Bruder sich engagiert, als Klimaaktivist ein Boot gebaut hat, was die Meere reinigt. Und dann ist da dieser Mann und nach einer Szene, die wir zusammen gespielt haben, sagt, Len, I missed an idea. Ja, wie, warum hast du, was hast du denn verpasst? Ja, da gibt es diesen Moment, den wollte ich spielen. Er sagt, na geh doch zu dem Regisseur. Nee, der muss schon selber kommen. Und dann siehst du da auch immer so einen tollen Mann, der mit dem Wolf auch mal tanzt. Und der hat dann Unsicherheiten, die er fühlt, weil er eine Idee verpasst hat. Und das ist natürlich toll zu erleben. Ist es denn generell so mit den Hollywood-Stars, also sind die abgehoben? Hat man da als deutscher Kollege, ist man da nur ein kleines Rädchen, sag mal, in dieser hochprofessionellen Hollywood-Produktion? Oder? Klar, sind alle Arschlöcher. Ich habe keinen einzigen Menschen kennengelernt auf dieser Ebene von Filmproduktion, der arrogant, überheblich, respektlos war. Kein einzigen. Wir haben alles ganz tolle Menschen, Künstler, die da sind, um ihren Beruf auszuüben. Und in dem Moment, wo du deinen Beruf ausübst, hat das Ego ja keinen Platz mehr. Und wenn ein Ego da sich seinen Platz sucht, dann... Also ich habe das nicht erlebt, bei Vikings, da wurden Schauspieler, die ihr Ego rausgekehrt haben, die wurden direkt rausgeschrieben, die wurden gefeuert. Oder im Team, wenn jemand respektlos war, die wurden direkt einfach rausgeschmissen. Es sollte keinen Platz haben in unserem Leben. Die Zeit ist vorbei von den Arschgeigen in dieser Welt. Gute Nachricht. Ja, alle Gute suchen. Ja. Ui, wie viel Lovend Land zusammengesessen. Oi, wie viel lovend Lärm spät in der Nacht. Oi, wie viel Tränen mir haben vergossen. Oi, bis mir haben die Liebe zusammengebracht. Oi, deine Augen wie die schwarze Kaschelen. Oi, deine Lippen wie rosele Papier. Oi, deine Fingerlein wie Tint und wie Feder. Und schreiben sollst du offen Brief zu mir.